Viele Schweizerinnen und Schweizer haben sich zu Recht gewundert, warum unser Land trotz der Corona-Gefahr Grenzen zu Italien so spät und für 67'000 Grenzgänger gar nie geschlossen hat. Dank einem Interview mit der Bundesrätin Karin Keller-Sutter kennen wir jetzt die Antwort. Hören Sie dazu meinen Kommentar. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in den Sümpfen von Bern. Der Kanton Tessin war ganz besonders betroffen vom Coronavirus. Wir wissen auch warum. Das Virus ist von Norditalien über die offenen Grenzen eingeschleppt worden. Die NZZ hat ganz genau aufgezeigt, dass sämtliche frühen Corona-Fälle ausschließlich von Italien in die Südschweiz gekommen sind. Tessin hat heute leider 347 Todesfälle und über 3'300 Infektionen. Der Südkanton ist wie ausgestorben, die Wirtschaft und der Tourismus liegen am Boden. Der Grund ist klar, der Bundesrat hat es verpasst, die Grenzen zu Italien rechtzeitig zu schliessen. Für die vielen italienischen Grenzgänger ist die Grenze immer offen geblieben. In der NZZ hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter gesagt, warum. Ich zitiere sie wörtlich. Es war wichtig, eine Lösung zu finden, die zwischen der Schweiz und Italien nicht für Verstimmungen sorgt. Jetzt ist klar, der Bundesrat hat seine Ideologie von offenen Grenzen über die Gesundheit der eigenen Bevölkerung gestellt. Oder anders, ein bisschen brutal gesagt, lieber keine Verstimmung mit Italien, dafür ein versuchtes Tessin. Die offenen Grenzen seien auch im Interesse des Kantons Tessin gewesen, behauptet Bundesrätin Keller-Sutter. Denn 4'000 Grenzgänger arbeiten dort im Gesundheitswesen. Da wäre es sicher billiger gekommen und hat weniger Tote gefordert, wenn man die Grenzgänger zum Beispiel durch unsere 8'000 Sanitätssoldaten ersetzt hätte, die das Verteidigungsdepartement gegen die Corona-Krise aufgeboten hat. Stattdessen haben die Soldaten nach dem Einrücken fast nichts zu tun gehabt, weil sogar die Spitäler Kurzarbeit eingeführt haben. Wer die Sümpfe von Bern kennt, weiss, warum der Bundesrat im März unter keinen Umständen den einzig richtigen Entscheid von einer Grenzschliessung hat treffen wollte. Er ist davon ausgegangen, dass die Begrenzungsinitiative am 17. Mai zur Abstimmung kommt. Und er hat auf keinen Fall eingestehen, dass offene Grenzen ganz direkt eine Gefahr sein können, sogar eine tödliche Gefahr. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Video der Woche. Ich habe es zufälligerweise im Netz gefunden, aber es passt exakt zum heutigen Thema. Zuerst im Kanton Tessin. Der Platz in den Spitälern wird eng. Was wir heute erfahren haben aus dem Tessin, ist es wirklich dramatisch. Die Sterblichkeit ist laut den Experten relativ hoch. Es ist also quasi ein Münzwurf zwischen Leben und Tod. Thank you.
Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Sendung. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.